Biologische Daten. Tja, da weiß ich jetzt auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Wo wir da anfangen? Emailliertes Glas. Warte mal, steht das nicht irgendwo hier? Gehärtet aus natürlichem Substrat. Pirschzahn. Wo kriegen wir den Pirschzahn denn her, sag mal? Wo kriegt man einen Pirschzahn her? Das wäre jetzt mal interessant zu wissen. Ich packe mal ein bisschen was um. Quarz und so ein Kram, das packe ich alles mal hier rein. Dann Kupfererz. Und Titan packe ich auch wieder hier rein. So, zack. Schmierstoff und die Pflanze bei organisch, wenn es geht, wenn es passt. Schmierstoff. Ja, dann packen wir die hier rein. So, den Pirscherzahn. Kocht und sterilisiert kleine Organismen zum sofortigen Verzehr. Bitte was? Bitte was? Wo ist unsere Batterie? Wo sind unsere Batterien? Haben wir die alle jetzt im Gerät drin? Hä, ich hatte doch vorhin eine. Das Messer ist ja richtig geil. Raucherflasche? Ja, mit hoher Kapazität. Leichte, modifizierte Tauchflasche. Leichte Tauchflasche mit hoher Kapazität. Was haben wir denn jetzt aktuell? Tauchflasche mit hoher Kapazität. Warte mal. Und jetzt Stahlbarren. Warte. Stahlbarren stellen wir wie her mit Lithium und Dings, ne? Oder? War das nicht so? Ach, zweimal Lithium. Ich würde jetzt gerne mal wissen, wir hatten ja eine Tiefe von. So, warte, bevor ich das jetzt baue. Wir haben jetzt ohne Flasche 45 Sauerstoff. Wir haben mit Flasche 135. Was passiert denn, wenn ich die jetzt erweitere? Das ist dieselbe. Wow. Es ist dieselbe. Na toll. Ultraleitfähige Schwimmflossen, die haben wir ja schon. Mit Ladefunktion. Pirschzahn. Das wäre jetzt echt noch lustig. Wo wir den Pirschzahn. Das Messer würde ich gerne noch herstellen. Weil das ist ja super. Messer, warte mal. Wir brauchen eine Batterie. Batterie brauchen wir. Was für? Ein Pilz und zweimal. Okay, zwei Pilze und. Zwei Pilze und Kupfererz. So, dann stellen wir mal eben eine Batterie her. Das ist ja geil. Ein Messer, was sofort, was instant grillt. Das ist ja geil. Oha. Und das funktioniert unter Wasser auch. Ja, da bin ich immer gespannt. Dann lass mal gucken. Entschuldigung. Dass die ganze Zeit die Nase hochziehe. Okay, es lädt auf jeden Fall wieder. Die Pilze, ja, können wir demnächst mal wieder nachfüllen. Haben wir noch zu trinken? Nein. Sollten wir mal was zu trinken mitnehmen? Ich will das mit dem Grillen mal ausprobieren. Und ich will wissen, der Pirschzahn, was das für ein Tier ist. Was ist der Pirschzahn für ein Tierchen? So, erstmal essen. So, trinken. Und jetzt grillen wir uns erstmal was außerhalb. Das funktioniert unter Wasser. Da bin ich ja mal gespannt. Lupschi, komm mal her. Geil ist das denn bitte? Das ist ja eins der besten Messer, die ich je gesehen habe. Aber das muss man auch erstmal üben, ne? Das ist ja mega gut. Das ist mega gut, das Messer. Das ist jetzt. Holy shit, wir können bis zur Unendlichkeit nur noch viel weiter.
So, ich nehme mal die Pilze mit. Die können wir gut gebrauchen. Kann ich den auch hier grillen? Der haut ab, natürlich. Warum denn auch nicht? Habe ich den gekocht oder nicht? Ja. Nein, uah. Falsche Taste. Entschuldigung. So, jetzt aber. Ja. Welcome aboard, Captain. So, ein paar Pilze schmeiße ich in den Bioreaktor. Ich bin überlegen, was machen wir denn jetzt? Der Pirschzahn wäre wichtig. Ich weiß nicht, wo wir den herkriegen. Da müssen wir echt mal schauen. Dass wir den irgendwoher organisiert kriegen. Oh, ist voll. Nee. Hier rein, bitte. Der Pirschzahn. Ich will mal eben einmal ganz schnell googeln. Auf die Schnelle. Warte. Pirscher lassen Pirschzähne fallen, wenn sie mit Metallschrott interagiert oder direkt eine Kollision mit Fahrzeug. Wie sehen die denn aus? Aber wie sieht denn so ein Pirscher aus? Jetzt muss ich mal gucken. Mit Kollision mit Fahrzeug? Ach, so einer ist das. Okay, alles klar. Ich weiß, wie der aussieht. Den müssten wir, glaube ich, auch haben. Wollte jetzt nur wissen, wie der aussieht. Aber den müssten wir doch haben hier bei Tiere. Guck mal eben, ob ich den jetzt finde. Der sieht fast aus wie der hier. Nur anders. Den haben wir, glaube ich, auch noch nicht gescannt. Okay, ich weiß, was es ist. Los geht's. Hier, cool uns den Pirschzahn. So, mein Schiffchen. Let's go. Geil. Boah, das ist so gut. Das wird so gut. So, dann gucken wir mal, ob wir irgendwo einen Pirschzahn herkriegen. Der ist es nicht. Das ist so ein Tier mit so, wie so Flügelchen. Auch so länglich, aber ganz viele Zacken als Flügel. Also es ist auch ein längliches Fischlein. Aber etwas größer, wie gesagt. Groß und lang, so wie der. Nur halt, dass der so Rippen hat, die man sieht quasi. Das ist ein Pirscher. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den irgendwo finden. Ich weiß halt nicht, in welchem Gewässer der rumschlawenzelt. Also welchen Bereich. Hupala. Ja. Ob der vielleicht hier direkt am Anfang irgendwo unterwegs ist oder so. Ob der tief ist, hoch ist. Das weiß ich alles gar nicht. Oh, moin, mein Dicker. Muss aufpassen, wo das Dings ist, ne? Da, okay. Sollte vielleicht... Vielleicht doch mal in unsere Richtung mal gucken. Aber das mit dem Aufladen und so der Schiffe, also jetzt der Seemotte und so, das ist ja richtig cool. Dass das automatisch dann an diesem Trockendock aufgeladen wird, das ist ja mega. Da brauchen wir uns ja gar nicht mehr drum kümmern. Gut, Energiezelle vorsichtshalber mitnehmen für unterwegs, ne? Das Energiezellen-Ding müssen wir auch noch bauen. Da brauchen wir ja noch Rubinen. Aber jetzt geht es erstmal darum, den Pirscher zu finden. Der Pirscher. Ich gehe auf die Pirsch. Da gehen wir auf die Pirsch. Wenn der Pirscher da mal kommen würde. Ich hatte ihn auf jeden Fall schon mal gesehen, das weiß ich.
Weil wie ich jetzt gerade das Bild gesehen hatte. Da ist er. Das ist der Piercher. Oh, scheiße. Oh Mist, und ich habe keinen Medipack dabei, ne? Oh fuck. Und jetzt habe ich mich selbst überfahren. Das ist ein Pirschzahn. Komm her. Verdammt, Mann. Zahn hat er jetzt nicht verloren, ne? Wo ist er hin? Komm, ich mach dich alle. Wir schmeißen mal Schrott durch die Gegend. Warum auch immer. Der soll stehen bleiben, Mann. Der hat jetzt nicht zufällig, hat er nicht, ne? Ne, das ist nur Metallschrott. Mist, ey. So ein Kack aber auch. Jetzt haben wir einen Piercher gefunden und jetzt ist er weg, oder was? Wo ist er denn jetzt? Wir hätten den mal scannen sollen. Also ist er hier ganz nah bei uns, also gar nicht weit weg. Vielleicht sollten wir uns echt eine Waffe bauen, um den zu erledigen. Das wäre, glaube ich, eine gute Alternative. Geben wir uns mal eine Waffe bauen. Weil mit dem Messer ist das, glaube ich, zu langwierig. So. Ich dock mal eben an. So. Juhu. So, ein bisschen Lebensenergie können wir gut gebrauchen, ne? Technik bei Technik. So, benutzen wir direkt mal. Da. So, benutzen. Eine Waffe. Wie bauen wir eine Waffe? Wir haben, glaube ich, eine Waffe. Die ist wo? Hier nicht. Oben wahrscheinlich. Fischi, fischi, fischi. Da. Batterie. Magneit. Magnetit. Magnetit haben wir nicht, ne? Haben wir nicht. Verdammt. Wir haben genau das, was wir brauchen, haben wir nicht. Oder haben wir irgendwo... Nee. Shit, Mann. Shit, shit, shit. Kannst du hier mal nach Magnetit suchen? Nein. Salzablagen? Nein. Schieferbrocken. Ja, such mal. Da unten, oder was? Richtung Süd-Südwesten, ist das richtig? Richtung Süd-Südwesten, sieht so aus. Ja, müssen wir mal gucken, ob wir da vielleicht das finden. Ich nehme mal Wasser mit. Ja, hier lang. Ich verlaufe mich schon in einer eigenen Base. So, Behälter wechseln. So, Magnetit brauchen wir. Gut. Los geht's. Süd-Südwesten haben wir gesagt, ne? Schauen wir mal, ob wir das da finden, Magnetit. Weil anders kriegen wir den Stoßzahn sowieso nicht, glaube ich. Frage ist, wie weit weg ist das halt, ne? Oder sollten wir vielleicht mit der Kameras einfach suchen und scannen? Aber das bringt ja, glaube ich, auch nicht viel, oder? Im Scannraum. So, hier ist Gestein.
Ja, ja. Oxygen efficiency decreased. Da ist kein Magnetit. Kupfererz, ja, toll. Schauen wir mal, wo wir Magnetit herkriegen. Die Idee mit der Kamera ist, glaube ich, gar nicht so doof, ne? Blei. Gold. Ja, mit der Kamera ist gut, aber man kann ja nicht in die Steine reingucken, ne? Ist das Magnetit? Das ist doch Blei, oder? Lithium. Magnetit sieht ja ein bisschen aus wie Diamant. Oh, wir können wieder fast reparieren. Es ist schon wieder fast kaputt, unser Schiffchen. Ich repariere mal eben unsere Seemotte. Unsere neu lackierte Seemotte, wohlgemerkt. Passing 200 meters. Ja. Oxygen efficiency greatly decreased. Ja, Titan, wow. So, Magnetit. Wo finden wir Magnetit? In welchem Gestein ist das? Ist das auch dunkles Gestein? Das mit dem Scannen wäre halt super, wenn man das noch irgendwie hier drauf kriegen könnte. Weil dann wüsste man, wo man hin muss. Ich probiere mal aus, mit der Kamera mal zu fliegen. Oh. Habe ich jetzt den Zahn? Oder ist er runtergefallen? Kriege ich denn jetzt von dem den Zahn? Warte mal, ich muss erst scannen. Uah, ich beeile mich ja schon. Ist das ein Pirscher? Pirscher, ja. Hat er den Zahn da unten vielleicht verloren jetzt? Da liegt was. Aber ich weiß nicht, ob das der Zahn ist. Nee, das ist kein Zahn, oder? Nee, das ist nur Quarz. Hat er irgendwas verloren? Nee. Aber wie kriegt man denn von dem denn jetzt den Zahn? Muss man ihm den abnehmen irgendwie vielleicht? Welcome aboard, Captain. Warte mal. Kann ich dem irgendwie den Zahn abnehmen? Pirscher, ja, den habe ich jetzt erlegt, aber wie kriege ich denn Pirscherzahn? Nee, warte mal. Ich frage für einen Freund. Nein, das geht nicht. Mann, da ist doch ein Zahn. Schneid ihn doch raus, Mann. Oder muss ich den kleinen hacken jetzt? Ich bin enttäuscht. Ich bin echt enttäuscht. Ich musste mal gucken, was stand denn da, verdammte Axt? Pirscherzahn, warte mal, Zahn. Da google ich jetzt mal eben. Also Pirscherzahn. Pirscher lassen. Na, ich will doch jetzt kein Video gucken, Mann. Ich bin doch in der Aufnahme. Pirscherzahn. Pirscher lassen Zähne fallen, wenn sie mit Metallschrott interagieren oder eine direkte Kollision mit einem Fahrzeug. Ach so. Also wir müssen den nicht töten. Also müssen wir den nur verfolgen? Okay. Oder direkte Kollision mit dem Fahrzeug. Dann machen wir das doch mal, wenn wir einen sehen. Dann versuchen wir den direkt zu rammen. Jetzt müssen wir erstmal wieder einen finden. Aber der ist ja nicht so weit weg von unserer Base, ne? Da ist einer.
Wo ist er denn jetzt? Hat er jetzt hier was verloren oder nicht? Hä, ich verstehe das nicht. Wo ist der denn jetzt da? Ich ramme den nochmal. Aber der verliert doch nichts. Nicht hier, hier liegt doch... Vor allem, wie soll man diesen Zahn sehen? Da fällt er dahin. Hier. Und jetzt? Die hat keinen Zahn verloren, den haben wir grandios überfahren. Ich sehe auch keinen Zahn. Das ist aber ein bisschen irgendwie blöd gemacht, muss ich sagen. Also da weiß ich jetzt... Wie soll man denn da den Zahn bekommen? Weil so schnell bist du doch nicht aus dem Schiff raus. So, dass man das sieht und alles. Ich habe überhaupt keine Ahnung, weil das ist ja nur so ein kleiner Zahn. Wie willst du ihn denn sehen? Der Pirscher. Komm, ich pirsch mich an dich ran. Dann müssen wir mal gucken, ob er vielleicht mit Metallschrott interagiert. Da ist wieder einer. Müssen wir mal ein bisschen aufpassen. Bitte mal hinterher schwimmen. Ist hier irgendwo Metallschrott oder so? Ja, aber das ist doch nur Dings. Ja, aber der verliert doch keinen Zahn. Oder liegt hier irgendwo was? Doch. Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist aber... Oh mein Gott. Verliert ihr noch mehr oder ist es immer nur ein Zahn, den ihr verliert? Wie soll man das denn sehen? Das ist ja gemein. Das ist ja völlig fies. Uff. Das ist ja völlig fies. Das ist ja mega schwierig. Da ist noch ein Pirscher. Oder ist das der gleiche? Gucken wir mal. Da ist Metallschrott, Bruder. Geh mal da hin. Wir gucken, ob du einen Zahn verlierst. Jo, tatsächlich. Lol. Ist ja krass. Okay. Das muss man erstmal wissen. Holy shit. Okay, gut. Ab geht's zurück zur Base. Ach nee, warte mal. Wir brauchen ja dreimal meliertes Glas, ne? Wir brauchen nochmal. Wir brauchen das dreimal. Guck mal, ob ich noch einen Pirscher finde. Da ist noch einer. Da ist der Zahn. Ja, nice. Haben wir. Sehr schön. Das ist super. Okay, wenn man es weiß, ist es einfach. Man muss nur auf das Knackgeräusch achten und dann geht's. Okay, gut. Also bessere Technik, einfach warten, bis er das aufnimmt. Und nicht mit dem Fahrzeug rammen. Das ist vollkommener Quatsch. Am besten einfach warten, bis er Stahl aufnimmt oder Metallschrott. Sehr schön. Moin. Da bin ich wieder. So, erstmal was trinken. Und dann geht's jetzt ans Bauen. Ich hoffe, wir haben genug. Alles, was wir brauchen jetzt für den Zyklopen. Wo gehe ich denn hin? Ich muss hier lang. Also, ich verlaufe mich schon bei uns. Das ist unfassbar. So, emailliertes Glas brauchen wir. Und zwar dreimal. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal... Wir haben hier auch ein bisschen was reingepackt, ne?
Titanbarren brauchen wir. Wir haben Titanbarren nochmal verbraucht, ne, oder? Oh ja, wir müssen nochmal Titanbarren herstellen. Uff. Ja, wir haben Titanbarren verbraten, glaube ich. Meine ich zumindest. Wir brauchen Quarz. Mal ein bisschen was mit. Ich glaube, uns fehlt jetzt die Titanbarren, glaube ich. So, Glas brauchen wir. Ich schätze mal für emailliertes Glas. Das haben wir wo? Haben wir einmal Glas. Das heißt, wir brauchen dreimal Glas. Zwei. Drei. So, jetzt können wir dreimal emailliertes Glas herstellen. Mit dem Zahn. Drei. So, dann haben wir das emaillierte Glas, haben wir auch fertig. Jetzt fehlen uns nur noch die Stahlbarren. Einen erweiterten Kabelsatz. Den wir mit Gold. Zweimal Gold, einmal Computerchip